2, verse 1 to 5. Markus Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Mark chapter number 2, verse 1 to 5. Markus Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Ah, Brother Tyson, the mixer, don't you have the job Bruder, mixer, on your handy? Das Bild auf deinem Handy? No, you have the setting on your handy, don't you? And you will turn everything back to that setting, doesn't matter, just be with you, don't worry. Even if we had to destroy it, it doesn't matter. So let us stand up and read the word of God. Mark chapter 2, 1 to 5. The Bible says, and again he entered into Capernaum, and some days, and it was noise that he was in the house. And straightway we gathered together, insomuch that there was no room to receive them. No, not so much as about the door. And he preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of the past, which was four. Number four. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they left and the dead wherein the sick of the past lay. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the past, Son, thy sins be forgiven thee. Hallelujah. Glory be to God. Father, we just thank you for your word. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's getting better. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. We have it at God. Amen. 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 Hallelujah. I want to say welcome to our dear sister, Sister Ito, and you are welcome back. Amen. And we thank you, Sister Ito, and welcome next month. Hallelujah. Woman of God. Frau Gottes, we miss you these 2 months. Wir haben dich diese 2 Monate vermisst. So, time does not wait for anybody, so you are back again. Die Zeit wartet für niemanden, so bist du wieder zurück. Time is always moving. Und die Zeit, die vergeht. So, we thank God. Wir danken Gott. 2 months would have looked like a long time, but you are here. Und 2 Monate schauen aus wie eine lange Zeit. You are welcome back. Du bist herzlich willkommen. You are looking more beautiful again. Du schaust hübsch aus. Hallelujah. You know why? May I like low cut, even though people don't really like it. May I like it very well. Ich mag auch den kurzen Haar. Ich mag das so sehr. But now you have low cut for me. Because sometimes when my head is blue, it's like I'm not carrying load. Hey, look at my front is now. May I have my front is now. Aber meine Haare magst du nicht, das soll so wie dein Gewicht mag. Aber schau mich um, Bruder Franzis an. Er weiß, wovon ich rede. Wir kommen aus derselben Schule. We know what is good. And my dear brother, amen. Look at wonderful people, amen. Amen. Wonderful. Hallelujah. Like prayer tonight, if I see her to Andrew, if I am at her, don't need mirror. Amen. That's the beauty of it. Das ist die schöne. Actually, I like it, amen. Ich mag das. Well, if you have to increase your hair, I'm not against that. Wachsen lassen möchtest, ich werde das dann nächste Mal abschneiden. Therefore, the man there is no need. Aber für den Mann da ist das nicht problem. Amen. So, my dear brother, you are here today. So, my wonderful Colorado. God bless you. Colorado. You are welcome. Amen. Here, do you want to perform for us also today? You know what to perform? Okay, when I went to Nepal, so when they want to say no, they will do like this. So when we are talking to them, they are doing like this. I was thinking they will say no. And I am sure my brother is from Nepal. Hallelujah. So you'll be ready today. Don't worry, I will support you. Amen. Glory to God. You see, in heaven is going to be joy, joy, joy. Amen. So we sing that song, Hallelujah, joy, it shall be on that day. Und wir singen Hallelujah, Freude soll auf diesem Tag sein. So let us just start it now. Lasst uns das jetzt anfangen. Hallelujah. So, Brother, you also be ready.
Angela, be ready. Schwester Angela, mach dich bereit. So you say, where are we going to get all the time? Und du sagst, wo haben wir diese ganze Zeit dafür? Don't worry. Mach dir keine Sorgen. I'm sure it will work out. Es wird alles funktionieren. Amen. Amen. Are you ready, brother? Oder Alfred, bist du ready? It's your very latest you want to hear, because after we are ready. Das Neueste wollen wir hören von dir. Halleluja. Because people are enjoying it in Nigeria, we that are here. You are in the days. Du bist hier. So it's Nigerian television that will be showing it to us. Oh, let us hear it from the horse's mouth. So last is aus dem Mordes Pferdes hören. Hallelujah. The music was played in Nigerian television, one of them. So though we enjoy to watch it on television, but we have in life. How many of us want to hear live performance today? If the devil would have permitted me today, would have been in there, would have challenged Brother John. I don't know. We have a drummer. Do you know how long Isaiah has been waiting for this day? Ezekiel wanted to climb already. Ezekiel saw that place was empty. Isaiah wanted us to call him. Don't worry, we'll call him later. Don't worry, as long as he can drum. Hallelujah, the young shall grow. Solange er die Trommel spielt, macht er keine Sorgen, die Jungen sind wachsen. Let us give him this opportunity, at least when I may come, I will have the opportunity. Lassen uns diese Chance geben, wenn ein wieder da ist, hat er das nicht mehr. Amen is in Nigeria for about 2 weeks. Brogalien ist für 2 Wochen hier. We thank God. Wir danken Gott. I saw his picture, he's already looking more bigger and bigger. Und ich habe sein Bild gesehen, er hat bereits sein Gewicht zugenommen. Er war gut. Er war gut. We thank God and Valeria. Hallelujah. Somebody make a comment. Isn't Nigeria good for your body, brother? Und jemand hat das gesagt in der Werbung, Nigeria ist gut für deine Körper. So we need to go again. So the place that we read. Also die Schriftstelle, die wir gelesen haben. They brought somebody to Jesus. Wir haben jemanden zu Jesus gebracht. Someone that was paralyzed. Jemand, der gelähmt war. So somebody that man would have said there is no hope again. Jemand, wo sie der gesagt hat, da gibt es keine Hoffnung mehr für diesen Menschen. They were right. Die hatten recht. They have done all their best. Und sie haben ihr Bestes getan. But we as men. Aber wir als Menschen. We are still limited. Wir sind haben noch immer Grenzen. Then thank God that we have an unlimited God. Aber Gott sei Dank haben wir einen unbegrenzten Gott. We have an unlimited God. Wir haben einen Gott ohne Grenzen. We have a God that can do the impossible. Wir haben einen Gott, der das Unmögliche tun kann. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es um dich steht. God can do the impossible. Gott kann das Unmögliche tun. I cannot do the impossible. Ich kann es nicht. But he can do the impossible. Aber er kann das Unmögliche tun. You cannot do it. Du kannst es nicht tun. But he can do the impossible. Aber er kann es tun. But the good thing is. Aber das Gute ist. This God is alive. Dieser Gott ist lebendig. And this God is with us right here now. Und dieser Gott ist mit uns jetzt. Hallelujah. Hallelujah. He's here. Is here. Here. Many years ago. Many years ago. We were in the church. We were praying. It was an online prayer. I was praying with all of my strength. Und ich habe meine ganzen Stärke I am not the one that was leading prayer. It was in Vienna. Es war in Wien. I heard God. Ich habe Gott gehört. He said, with God, nothing shall be impossible. Mit Gott soll nichts unmöglich sein. I heard him. Ich habe ihn gehört. Nobody heard him but me. Niemand hat ihn gehört. He spoke that word to me. Er hat dieses Wort zu mir gesprochen. And I saw that that word was in the book of Luke. Und ich sah, dass dieses Wort im Buch Lukas stand. The Lord, brethren, that is who he is. Und das ist das, was er ist. Just look at yourself. Everything is possible. Alles ist möglich. Glory be to God. Die Herrlichkeit Gottes. That man was paralyzed. Und dieser Mann war gelähmt. He was crippled. Er war ein Krüppel. It's possible he never walked in his life. Vielleicht hat er nie in seinem Leben gegangen. He heard that good news. Aber er hatte diese gute Nachricht. Jesus is in the house.
Jesus ist im Haus. When Jesus is in the house, wenn Jesus im Haus ist, crowd followed him. Dann folgte ihm die Menge. Because he is a wonder working God. Denn er ist ein wunderwirkender Gott. Even as he's here today, he's not alone. So wie er auch hier ist, ist er nicht allein. Heaven follows him. Der Himmel folgt ihm. He is the Lord of hosts. Er ist der Herr der Herren. Angels follow him. Die Engel folgen ihm. We may not see them physically. Wir sehen sie vielleicht nicht in unseren Augen. Aber sie sind hier. Glory be to God. Die Herrlichkeit Gottes. I was listening to the testimony of the son of Ora Robert. I don't know if you und know ich habe das Zeugnis von Ora Roberts gehört. Richard Robert. So God is using him mightily in the healing ministry. Gott verwendet ihn sehr im Heilungsdienst. He said that he told the father. Er hat dem Vater gesagt, that he need the double portion of the anointing of the on the father's. Und er braucht eine doppelte Portion der Salbung, die auf dem Vater lag. And the father says, son, you have asked a hard thing. Und der Vater sagte, Sohn, du hast nach etwas Schwierigem gefragt. Is it that when you see me go, just like Elijah said to Elisha? Aber wenn du siehst, dass ich gehen werde, so wie Elia zu Elisha gesagt hat. He said, you will have it. Dann wirst du es haben. He said, he didn't leave the father alone. Er hat den Vater nicht allein gelassen. On that dead bed. Auf einem toten Bett. God have used Ora Roberts all over the world. Gott hat Ora Roberts auf der ganzen Welt so verwendet. We came from God. Also er kam von Gott. So one day we are going to go back to him. Und eines Tages gehen wir auch wieder so zurück. It is not time for him to go back. Und es ist nur an der Zeit, dass er after zurückgeht. After about 90 years of sojourn in this world. Nachdem er 90 Jahre ungefähr 90 Jahre lang auf dieser Welt gelebt hat. So the son was on that hospital bed on that day. Und der Sohn war auf dem beim Krankenbett im so Krankenhaus. So he watched the machine. Und er hat die Maschine angeschaut. Everything was shutting up. Und alles ist hinuntergegangen. He said he knew that it would be a matter of seconds for Robert to be gone. Und er wusste, dass es eine Angelegenheit von Sekunden ist, bis Robert stirbt. He said he was there with him. Und er war mit ihm da. He said all of a sudden, plötzlich, he saw people came from the roof. Kamen Leute von der Decke. He said two angels. Zwei Engel. He said one was so big that the head, you know, he was taller than the roof. Und einer war so groß, der war größer als das Dach. So, two of them. Zwei von ihnen. They reached out to Ora Robert. Die haben zu sich ausgestreckt zu Ora Robert. They took the spirit. Und sie haben den Geist genommen. In his hand. In seine Hände. And he will be going. Und sie sind gegangen. He was not sleeping. Und er hat nicht geschlafen. He was seeing them. Und er hat sie gesehen. When they got to the roof. Als sie an die Decke kamen. So he said that. He turned back. Da hat er sich zurückgedreht. He said the mantle fell. Und der Mantel fiel. He said he took it. Und er hat es genommen. Hat ihn he was not crying for the father. Und er hat nicht geweint um den Vater. He was rejoicing. Er hat sich gefreut. He said this is mine. This is mine. Er hat gesagt, das gehört mir. Das gehört mir. Glory to God. Today God is using Richard Robert. Heute verwendet Gott Richard Roberts in greater dimension the way he used the father. In größerer Dimension als er den Vater verwendet. Why must he cry? Warum muss er weinen? The father has done his job and has gone to glory. Der Vater hat seine Arbeit getan und ist zur Herrlichkeit aufgestiegen. So one day we are all going home. Und eines Tages gehen wir alle nach Hause. So the job that we should do is just now. Also die Arbeit, die wir tun sollen, die sollen wir jetzt tun. How good are we doing our job today? Und wie gut machen wir unsere Arbeit heute? Glory be to God. Hallelujah. He did his job. Er hat seine Arbeit getan. I have heard it again and again. Ich habe es immer wieder gehört. That when a believer wants to go home. Wenn ein Gläubiger nach Hause gehen möchte. Two angels normally comes. Kommen normalerweise zwei Engel. I will hear of this brother that came to that in Nigeria. Daniel Okechukwu. Ich war dort, dieser Bruder, der in Nigeria gestorben ist, Daniel Okechukwu. He followed Riyaboki to Vienna. Er ist mit Reinhard Bonke nach Vienna, nach Wien gekommen. My wife was there in that meeting. Meine Frau war da in I was in the meeting. Ich war dort. And the Patrick was in the meeting. Er ist der Patrick. A young man. Ein junger Mann. An Igbo man. Ein Igbo man. So he also started to talk about. Und er sprach he got accident. Er hatte einen Unfall. When he was about to die. Und
als er starb. So he started to talk to the wife in the ambulance. Sprach zu der Frau im Rettungswagen. He says suddenly two angels entered inside the vehicle. Und sagte plötzlich kamen zwei Engel in das Auto hinein. He said, "Why don't you tell the wife there are angels here?" He said, "They told me to shut up." Und wollte der Frau sagen, dass da Engel sind, aber die Engel haben zu ihm gesagt, er soll still sein. He said, "They took him to heaven." Und die haben ihn in den Himmel mitgenommen. They first of all showed him hellfire. Und zuerst haben sie ihm das Fegefeuer gezeigt. They showed him heaven. Und den Himmel. Then there is something that happened. Aber da ist etwas, was passierte. That woman, that man had a wife that had great faith. Dieser Mann hatte eine Frau, die großen Glauben besaß. They went to and put him there in the mortuary. Und sie haben den Toten in das Leichenschauhaus so gebracht. They have issued the certificate of death. Und die haben bereits das Totenzertifikat ausgestellt. He was in the mortuary. Er war im Leichenschauhaus. Then Reinhard Bonnke was coming to open the church in the east. Und Reinhard Bonnke kam, um eine Kirche zu öffnen im Osten. You know when they make advertisement. Also wenn sie, du weißt, wenn sie da Werbung dafür machen. So this woman heard about the advertisement. Diese Frau hat von der Werbung gehört. This woman read in the Bible. Und diese Frau hat in der Bibel gelesen, that some women receive their dead back to life. Dass einige Frauen ihre Toten wieder zum Leben zurückbekommen haben. This woman went to the mortuary. Und diese Frau ging zum Leichenschauhaus. They went to go and carry the dead body of the husband. Und nahm den Leichnam des Ehemanns. Because she read in the Bible. Denn sie hat in der Bibel gelesen. Some people receive their dead back to life. Und einige Leute haben ihre toten Ehemänner wieder zum Leben zurückbekommen. Ich glaube in Hebräer 11, 35. Glory to God. Alleluia. He carried that body. Und sie nahm diesen Körper. He entered the ambulance. Und sie ging hinein in die Rettung. He was going to the church. Und mit der Rettung zur Gemeinde. So police stopped her. Und die Polizei hat sie aufgehalten. Und du möchtest den Mann Gottes Schande zu geben. They struggled with her. Und die haben mit ihr gekämpft. She refused to let go. Und sie hat aber nicht losgelassen. Eventually. Dann. They said, "Well, what will happen is that we cannot just carry this person to the hall." Nun, was wenn ich tun kann, wir können diese Person nicht in die Halle hineinbringen. Let him be in the basement. So dann lass ihn beim Keller unten sein. So he was in the basement. So er war da unterhalb der Keller. Reinhard Bonnke is preaching. Reinhard Bonnke predigt. He does not know anything. Er weiß nichts. Apart from by the leading of the Spirit of God. Außer durch die Leitung des durch den Geist Gottes. He says something great will happen here today. Er sagt etwas Großes. Artiges wird heute hier passieren. After a short while, und nach einer kurzen Zeit, they begin to hear commotion, noise, happiness. Dann hörst du Lärm, Freude. He is alive. Er ist lebendig. He is awake. Er ist erwacht. What is happening? Was ist passiert? As he was preaching, während er gepredigt hat, Daniel Okechukwu, get up. Daniel Okechukwu, Keller. We saw him with our eyes. Und wir haben ihn selbst mit unseren Augen gesehen. He gave his testimony. Er hat sein Zeugnis gegeben. Halleluja. Halleluja. Glory to God. Wir haben ihn jetzt gehört. So he related his experience in heaven. Und er hat seine Erfahrungen vom Himmel. And his experience in hell. Und seine Erfahrungen von der Hölle. He said that when they got to hellfire. Und sagte, als sie ins Fegefeuer kamen, Angel was not happy with him again. Die Engel waren nicht glücklich mit ihm. He started to beg. Und bittete. Is that because here is where you should have been? Denn normalerweise solltest du hier sein. When he saw the fire. Und als das Feuer sah. Why would he be in hell? Warum sollte er in der Hölle sein? Just one simple mistake that he did. Ein kleiner Fehler, den getan hatte. The wife offended him. Die Frau hat ihn aufgeregt. He didn't forgive the wife. Und hat der Frau nicht vergeben. That would have landed him in hell. Und dadurch wäre er in der Hölle gelandet. That is why it is always good, beloved brethren. Darum ist es immer gut, geliebte Brüder und Schwestern. We don't know when we are going to go. Wir wissen nicht, wenn wir gehen werden. Sometimes they say, accident does not ring bell. Und manchmal da sagen sie, der Unfall, da läuten die Glocken vor einem nicht besonders weit. Wenn wir nur ein paar Sekunden haben, and we are able to mention that name, und wir sind fähig, diesen Namen zu nennen, that name is powerful to bring us salvation. Dieser Name ist so kraftvoll, dass wir Rettung erhalten können. Then what about if we are insane?
Aber was ist, wenn wir in der Sünde sind? And then it just happened we could not mention that name. Und es passiert einfach so und wir können den Namen nicht nennen. That can be everlasting damnation. Das kann eine ewige Verdammnis sein. Glory to God. That is why if somebody offends you. Darum, wenn dich jemand beleidigt. Forgive. Hallelujah. 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 The Bible says, don't pay evil with evil. Die Bibel sagt, zahle Böse mit Böse nicht zurück. Pay evil with good. Sondern zahle das Böse mit dem Guten. We from Africa, we are so much used to that. Und wir aus Afrika, wir sind das so sehr gewöhnt. Oh, just look at one of the testimonies we heard now, because that's the way we are. Schau, eines der Zeugnisse, die wir gehört haben. Is there so that deep, the deep, we fall into it? Der die Grube gräbt, der fällt hinein. No. Nein. We should give religion another face. Sondern wir sollten der Religion ein anderes Gesicht zeigen. Christ suffered for all. Christus hat für alle gelitten. Jesus didn't send Christ because we are righteous. Und Jesus hat Christus nicht gesandt, weil wir gerecht sind. He sent Christ because we are sinners. Christus wurde gesandt, weil wir Sünder sind. So that Christ would take our hands from sin to life. So dass Christus unsere Hand von der Sünde zum Leben nimmt. So if God would think the way we think. So wenn Gott so denkt wie wir. Nobody would be saved. Und niemand würde gerettet sein. If anybody that dig his feet fall into it. Wenn jemand, jeder, der eine Grube gräbt, selber hineinfällt. We see to the last that we even had to lie against Christ, do a lot of things und against him. Wir sündigen dann so sehr, dass wir gegen Christus lügen und so viele Dinge tun. But yet, aber God in Christ forgave us. Aber Gott hat uns in Christus vergeben. And this is what the Bible is teaching us. Und das lehrt uns die Bibel. He said, and let this mind be in you, which was in Christ Jesus. Und lass diese Gedanken auch in dir sein, die in Jesus Christus waren. All those preaching of anger. Diese ganze Predigten des Zorns. All those preaching of fire for fire. Diese Predigten Feuer für Feuer. It is time we begin to do away with them. Es ist Zeit, dass wir uns davon abwenden. It didn't take Nigeria anywhere. Es hat Nigeria nirgendwo hingebracht. Glory to God. I am from Nigeria, believe me. Ich bin aus Nigeria, glaub mir das. I will be happy to be returned home. Und ich würde mich freuen, wenn ich wieder zurückkomme. Some of you have not seen our house in Nigeria. Einige von euch haben unser Haus nicht gesehen in Nigeria. Fence everywhere. Der Zaun, also überall eigentlich. When we are doing fence, it looks like we are building another house. Und als wir den Zaun gebaut haben, hat es so ausgeschaut, als ob wir ein neues Haus bauen. I even was not thinking my brother is taking our money illegally. Und ich habe mir gedacht, mein Bruder, der nimmt das Geld von mir selber. No, they have to make it very, very high. Nein, very, sie very high. Das sehr, sehr hoch machen. Hallelujah. Why? Warum? Because we don't just have this love for one another. Denn wir haben nicht diese Liebe füreinander. Glory to God. We need to begin to change that. Wir müssen also das ändern. Hallelujah. Love we win. Die Liebe wird gewinnen. We don't need to begin to fight against ourselves. Wir müssen uns selber nicht bekämpfen. We need to go in love. Wir müssen in der Liebe wandeln. We have endured that for so long. Wir haben das so lange ausgehalten. If we could have been working. Wenn wir arbeiten würden. You know when I was in the house one day. Einmal war ich im Haus. You see wonderful protectors. Und das we make him beautiful. Diese wunderbaren protectors. Eisenschutz, ja. Then when there is emergency, aber wenn da der Notfall ist, it will not be too easy to escape. Dann ist es auch nicht einfach, da zu flüchten. Halleluja. Glory to God. How will it look like when we begin to go to the house of God? Und wie wird das ausschauen, wenn wir zum Haus Gottes gehen? We begin to teach our people. Und wir müssen, wir lernen unsere Leute. It is no longer fire for fire. Das ist nicht mehr Feuer um Feuer. God has called us to love one another. So Gott hat uns gerufen, dass wir einander lieben. It is possible one person will get that message. Und es ist möglich, dass eine Person diese Botschaft versteht. Wenn ich Alfred liebe, I will not want to kill him. Möchte ich ihn nicht töten. I will not want to use him for money ritual. Und ich möchte ihn nicht dazu verwenden, um irgendwelche Rituale zu machen. So when you look at nations like this that we are, also wenn du dir anschaust Nationen, in der wir sind, things are working. Dinge funktionieren. Hallelujah. Because there is love. Denn da gibt es, da ist Liebe. They will not be Christians the way we are. Und lieben die Christen, so wie wir sind. Then you see that at least there is some level of love here. Aber da gibt es auch ein Level der Liebe. Let us learn that. Lass uns das lernen. Hallelujah. Because it's not everyone that can pray.
denn nicht jeder kann beten. What is the name pray fire prayer? What we are we setting on fire? Und warum ist es da die Notwendigkeit, dass Feuergebet gebetet wird? Wem möchten wir anzünden? Sometimes we use our hands to cause the trouble. Und manchmal sind es unsere eigenen Hände, wodurch wir diese Probleme haben. So you set the house on fire. Also du zündest das Haus an. So what you need is water, not fire. Und was du brauchst ist Wasser, nicht Feuer. Hallelujah. Do you know one thing, beloved brethren? Weißt du eines? I want to follow what works. Und ich möchte dem folgen, was funktioniert. If it is working in Nigeria, wenn es in Nigeria funktioniert, I want to study them. Dann möchte ich das studieren. Und wenn es so tun, wie sie es, wenn es nicht funktioniert, I will not follow them. Dann folge ich ihnen nicht. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. I want to follow what is working. Und ich möchte dem folgen, was funktioniert. There is peace in Nigeria. Nobody there is love in Nigeria. The Lord brethren will need to change our standard. Hallelujah. Because people that hear you. Hallelujah. Jesus Christ said, take heed what you hear. Und Jesus Christus sagt, nimm das auf, was du hörst. It is very, very important. Es ist sehr wichtig. As I am talking now. Während ich jetzt rede, at least if not all, somebody believes me. Wenn auch nicht alle, aber jemand glaubt, was ich sage. Und handelt danach. So let us preach to them. Lasst uns zu ihnen predigen. The love that Christ has brought to the world. Die Liebe, die Christus zur Welt gebracht hat. And let that love engulf every one of us. Und lass diese Liebe uns alle beinhalten. Glory to God. Hallelujah. Amen. Glory be to God. The Bible says love will cover the multitude of sins. Und die Bibel sagt, dass die Liebe bedeckt alle Sünden. If they begin to teach us, und wenn sie uns das lehren, that person that is against you, dass diese Person, die gegen dich ist, you don't have even the proof that they are against you. Und du hast nicht einmal den Beweis. You look at your life and say it is true. Und du schaust dir dein Leben an und sagst ja, es ist wahr. Because you think that things are not working well for you. Denn du denkst, dass die Dinge nicht gut für dich. I'm not saying that people cannot be against somebody. Und ich sage nicht, dass Leute nicht gegen jemanden sein können. But the truth of the matter here is this. Aber die Wahrheit ist, when you look at countries like this, wenn du dir solche Länder anschaust, I know that the devil should be everywhere. Und ich weiß, dass der Teufel überall sein. It looks like they are not too much pronounced here. Und ich schaue, dass ich aber hier nicht so sehr ist. Maybe they are afraid of them. Vielleicht haben sie Angst. The devil troubled them, of course. Und sie sagen ja, der Teufel, der macht ihnen Probleme natürlich. Then let us compare it to the way our own is. Aber lasst uns das mit unserem eigenen vergleichen. Hallelujah. They don't pray like we pray. Und die beten nicht so, wie wir beten. The what they enjoy, they come here to seek to enjoy. Glory to God. I say they don't pray the way we pray. Die beten nicht so, wie wir beten. I am not saying we should not pray. Ich sage nicht, dass wir nicht beten sollen. I pray every day. Ich bete jeden Tag. I have prayed. I left the church this morning around 6 o'clock. Um 6 Uhr bin ich hier aus der Kirche gegangen. Hallelujah. I pray. It is a part of me. I love to pray. It is very, very important. Es ist sehr, sehr wichtig. Hallelujah. But most of the time, it is not somebody that is actually against us. Aber es ist nicht immer so, dass jemand gegen uns ist. Somebody that didn't learn work. Jemand, der die Arbeit nicht gelernt hat. Somebody that didn't go to school. Jemand, der nicht in die Schule ging. Somebody that he met is even going to hustle and do bricklayer work and to survive. He is at home. Und wo sogar die Jüngeren als Maurer arbeiten und Arbeit suchen und invest in life to take out of life. Und hat nichts in sein Leben investiert, um da rauszukommen. So if he is not getting anything. Also wenn nichts bekommt. Hallelujah. Some of you that is in my prayer, your people will be praying to see God, let my brother remember me, let my brother remember me. Und wenn wir euren Bruder von euch, die beten, ja, lass mein Bruder im Ausland mich, sich an mich erinnern. He can go to mountain because of you. Und kann auf den Berg gehen wegen mir. 7 days prayer and fasting. 7 Tage Fasten und Gebet. Use Kuguru to break. Und verwendet dann den Mais, um das Fasten zu brechen. Halleluja. Instead of you to just go and walk with your hand. Anstelle, dass du mit deinen Händen arbeitest. You will not do that. Du wirst das, du tust das nicht. Glory to God. If your brother didn't give you.
Aber dein Bruder dir nichts gibt. Oh, it is Mama Daniel that is behind it. Mama Daniel steckt da dahinter. Mama Daniel is in problem. Mama Daniel hat jetzt ein Problem. Why don't you walk with your hand? Warum bearbeitest du nicht mit deinen Händen? Hallelujah. Tell somebody the time has come. Let us walk with our hands. Let us improve our lives. Hallelujah. Most especially our brothers and sisters that are in Africa. God has provided for all of us. Hallelujah. Let us get it right. Lass uns das richtig machen. It is not the enemy that could be the problem. Es ist nicht der Feind, der das Problem ist. Let us renew our mind. Sondern lasst uns unsere Gedanken erneuern. It is very, very important. Es ist sehr wichtig. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Die Herrlichkeit gehört Gott. We African people. Wir Afrikaner. Let me tell you something that happened in our school one day. Ich möchte euch etwas sagen, was in unserer Schule eines Tages passiert. Very beautiful girl. Ein sehr hübsches Mädchen. So in our school. In unserer Schule. I called the girl one day. Ich habe das Mädchen eines Tages gerufen. I actually heard before. Ich habe vorher schon gehört. You know, like they use this word of Banshee and all that. Sie haben dieses Ubanja, das. Ubanja. People from Africa, they know that one. Die Leute aus Afrika kennen das. The girl didn't know that I heard that before. I knew that before. Und das Mädchen wusste nicht, dass ich das vorher schon wusste. I called the girl one day. Ich habe das Mädchen eines Tages gerufen. I started to tell her that. Und habe zu ihr gesagt. I am somebody, you know, native doctor. Also ich bin ein Voodoo-Priester. May God forgive me. Möge Gott mir vergeben. I said you are Ubanji. Ich habe gesagt, du bist Ubanji. I'm not saying people that God is using their knowing this one from any man. But in my own case, then I'm saying what happened. I wasn't used. Also, ich habe das gesagt. God gives revelation. We know that one. Die Offenbarung. He does not. Das hat mir jemand erzählt. He does not have anything to do with what I'm saying. Es hat nichts mit dem zu tun, was ich sage. So. I told this girl, I started telling the girl that he should do this sacrifice. Und ich sagte zu dem Mädchen, du sollst dieses Opfer machen. She had this idol. Und sie hat diesen Götzen. It is a village school. Und das ist also in einer Schule vor. I told this girl. Ich habe zu diesem Mädchen gesagt. Don't tell anybody you. Sag es niemandem. Yeah, I was at home. Und ich war zu Hause. The girl already had rented motorcycle machine. Und das Mädchen hat sich bereits auf Motorrad gesetzt. Wave to me. Hat zu mir gewunken. She was on the way to Benin. Und sie war auf dem Weg nach Benin. She went to go and do the sacrifice. Und sie ging und hat das Opfer gemacht. May God forgive me. So my brother that is in Italy now. So mein Bruder der ist in Italien. He was having interest on this girl. Und hatte Interesse an diesem Mädchen. Well, I am the one that will go and bring this girl. Und nun ich bin derjenige der das Mädchen bringt. I went to the village. Und ich ging ins Dorf. I told this girl. Und habe zu diesem Mädchen gesagt. That one that you heard. Und das was du gehört hast. It was a small one. Das war nur eine kleine Sache. When you follow me to Benin. Wenn du mir nach mit mir nach Benin folgst. I will tell you more. Dann werde ich dir noch mehr sagen. Carry her to Benin. Und sie kam mit mir nach Benin. So because we are from this idol worshiping home. Und weil wir zu Hause auch Götzen angebetet haben. Some of you don't know this. They call it Romila. Und da gibt es some of you don't know it. Thank God that you don't know it. Brother, ich bin sehr froh, dass du es nicht kennst. They have this long something that has something that you throw it on the ground. Und die haben der hat das etwas lange, das schmeißt man auf den Boden. So they use it to do divination. Und die nehmen das und I went to bring my father's home. Und ich brachte das meines Vaters. So we were in my brother's room. Und wir waren im Zimmer meines Bruders. So me, I will throw it. Und ich habe das geworfen. I will be reading it for her. Und ich will das vor. Hallelujah. If you know me, I'm going to be from Amen. So, I was reading it for the girl. My brother that is now in Italy is a pastor, thank God. Oh, my brother that is in Italy is a pastor. So, he also said, Osas, he said, but that one, you didn't say that one. I said, you know, we don't just reveal everything. So he will enter inside. So I'm going to say, yeah, that one. Just to manipulate.
manipulate it again. No one has made it to manipulate. At the end of the day, we get to come back. Hallelujah. Glory to God. You see, we that are from Africa, we believe too much. So we can believe everything. Hallelujah. But before we believe, let us begin to examine things with the light of the scripture. Every other thing that is not light becomes darkness. Und alles andere, was nicht Licht ist, das wird zur Finsternis. The girl believed everything what we said. Und das Mädchen, das glaubte alles, was wir sagten. Then if she would have carried the word of God, which is the light, und wenn sie aber das Wort Gottes genommen hat, it would have revealed the darkness. Dann hätte es die Dunkelheit offenbart. So, beloved brethren, any word that we hear, also das Wort, das wir hören, whether we hear it anyhow, spiritually or physically, ganz egal, ob wir das geistlich oder auf körperliche Art und Weise hören, let us take it to the word. Lasst es uns zum Wort führen. Hallelujah. Halleluja. Glory to God. If you don't understand it, wenn du es nicht verstehst, go and meet people that understand the scripture. Dann geh und triff Leute, die die Schriftstellen verstehen. Hallelujah. Halleluja. Because there are some of the things that are inside the Bible. Denn es gibt einige Dinge, die sind in der Bibel. Hallelujah. Though it is in the Bible, obwohl es in der Bibel ist, that does not really mean that it is correctly represented or correctly stated. Das bedeutet nicht, dass es wirklich so aufgelegt wird. I cannot begin to curse God now. Ich kann nicht anfangen, Gott zu verfluchen. Because the wife of Job said, curse God and die. Weil die Frau von Hiob gesagt hat, verfluche Gott und sterbe. So I cannot say, well, it is in the Bible, it is, well, it is in the Bible. Ich kann nicht sagen, ja, es ist in der Bibel, es ist in der Bibel, und es ist in der Bibel. Not supposed to be. Aber nicht so auf diese Art und Weise. So we need to understand. Wir müssen verstehen. We don't curse God. Wir verfluchen Gott. We worship God. Wir bitten Gott an. Glory to God. So if you don't understand the Bible, also wenn du die Bibel nicht verstehst, so we can be, this is how we begin to use all these things. Und so verwenden wir all diese Dinge. Hallelujah. Like there is one that is very, very common among God. So far the wish not to me. So far the wish not to me. Und da gibt es eines, was sehr bekannt ist bei uns, dass du musst die Echse nicht am Leben lassen. It is on the Bible, I know. In der Bibel, ich weiß es. But is it really like that? Aber ist es wirklich so? Is it really the mind of Christ? Ist das wirklich die Gedanken Christus? So these are the things that we need to begin to find out. Und das ist die Dinge, die wir herausfinden müssen. Otherwise, we begin to do things we say it is in the Bible, but that is not the will of God for us. Sonst machen wir Dinge, wo wir sagen, ja, es ist in der Bibel, aber es ist nicht der Wille Gottes für uns. Hallelujah. Halleluja. Christ is the will of God for us. Christus ist der Wille Gottes für uns. The Bible said that if you see me, you see the Father. Und die Bibel sagt, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. So Jesus is the representation of the invisible God. Also Jesus ist der Repräsentant des unsichtbaren Gottes. If you want to know how God is, look at Jesus. Wenn du wissen möchtest, wie Gott ist, dann schau auf Jesus. Anything that is below that is not good enough. Und alles, was darunter ist, ist nicht gut genug. There's somebody doing the way Jesus does it. Und ich habe jemanden gemacht, so wie es Jesus getan hat. And that is the real gospel. Und das ist das wahre Evangelium. Halleluja. Halleluja. It does not matter whoever that is preaching it. Ganz egal, wer es predigt. When you go to African churches, wenn du zu afrikanischen Gemeinden, you go to European churches, und europäische Gemeinden, you see the difference is very, very clear. Und da gibt es einen großen Unterschied. When you look at European church that I know here, it is reminding. Wenn du die europäische Gemeinde, die ich hier kenne, nicht die Gemeinde, the one that I know in Neukirchen, die ich in Neukirchen kenne, they have been here before we even got to Vienna Neustadt. Und die sind hier, bevor wir hier nach Vienna Neustadt kamen. So when I think go there today, I will still see some of the people that I know there. Und wenn ich dort heute hingehe, dann werde ich noch immer die Leute sehen, die ich kenne. Die sind noch immer da. But let us look at the African churches. Aber schaut uns die afrikanischen Gemeinden an. Glory to God. Why can we not just be together? Warum können wir nicht zusammen? Why can we not love one another? Warum können wir einander nicht lieben? When we look at ourselves as the African people. Und wenn wir uns anschauen, die afrikanischen Leute. We are not the Austrians. Wir sind nicht die Österreicher. We are not the majority. Wir sind nicht die Mehrheit. You see the majority where they are everywhere. They think together. Und die Mehrheit, die sind überall, aber sie sind trotzdem zusammengekommen. As soon as Africa church, there are so few people. Und in einer afrikanischen Gemeinde, das sind wenige Leute. Some other person is highly American, the poor staff is home.
Und einige ist dann gesagt und macht eine weitere Gemeinde auf. Halleluja! Why can we not work together in unity? Warum können wir nicht gemeinsam in Einheit arbeiten? Why must being the head of anything be our problem in Africa? Warum muss immer der Kopf von jemandem der Führer das Problem sein? In Africa, that's where you see you force somebody into an office, he doesn't want to leave anymore. Und dass wenn du jemanden in Afrika in ein Büro, in eine Position willst, dann will er von dieser Position nicht mehr weg. Glory to God. They will not leave anymore. We are saying it yesterday. They have to force Robert Mugabe to leave the office. Und sie haben Robert Mugabe dazu gezwungen, dass er sein Amt zurückgibt. And these Africans so much. Diese Afrikaner sind zu. Please don't hate me. Hasse mich nicht. But if we know this, we have to follow it. We will not be able to change everything. Dann sind wir also nicht fähig, alles zu verändern. Who knows? You could be the leader tomorrow. Und wer weiß es, du kannst auch ein Führer sein. So that you will know that when it is after 4 years. So dass du weißt, nach 4 Jahren. Don't go and do any of that things to remain. Mach nicht irgendetwas, dass du trotzdem bleibst. Halleluja. Do you know what they do in Europe here? Weißt du, was sie in Europa machen? Any little thing will just happen. Wenn irgendeine Kleinigkeit passiert, before they begin to tell somebody to leave that office, you just leave it and back they go. Bevor sie gezwungen werden, das Amt zu verlassen, treten sie zurück und gehen. Please let us learn from them. Lasst uns von ihnen lernen. I am sorry to tell you. Wenn du hier unter den weißen Leuten gehst, they know that we Africans we are intelligent too. Die wissen auch, dass wir Afrikaner intelligent sind. Go to the same school with them. Gehen in dieselbe Schule wie sie. You will not carry last. Und du wirst nicht der Letzte sein. We have intelligence. Wir sind intelligent. Then let us just use it right. Aber lasst uns die richtig verwenden. Halleluja. Some of us will be very annoyed of me. Und einige von uns sind sehr böse auf mich. But in order for Africa to develop, aber dass Afrika sich weiterentwickelt, we must know how to do it right. Müssen wir wissen, wie wir es richtig tun. The only place that all of us are running to in Africa today. Und der einzige Ort, wo wir alle hinlaufen, in Afrika. It is South Africa. Das ist Südafrika. South Africa. Südafrika. What happened in South Africa? Was passiert in Südafrika? Because the white people put their hands on it. Weil die weißen Leute da ihre Hände hineingegeben haben. Why can we not put our hands on it and make it well? Warum können wir nicht die Hand anlegen und es gut machen? Halleluja. Glory to God. Die Herrlichkeit sei Gott. Halleluja. Glory to God. Be not great, let us learn from them. Geliebte Brüder und Schwestern, lasst uns von ihnen lernen. Halleluja. Halleluja. In Christianity, let us learn from them. Im Christentum, lasst uns von ihnen lernen. They do not know how to pray and to fast. Und sie wissen vielleicht nicht, wie man betet und fastet. When we learn what they learn. Aber wenn wir lernen, was sie lernen. And we add our prayer and fasting to it. Und geben nun unser Beten und Fasten dazu. We will do better. Dann werden wir besser. Halleluja. Wenn du dir in Neustadt ansiehst, do you need two churches here? Brauchst du zwei Gemeinden hier? Of course, if there is much job to be done. Natürlich, wenn es da viel Arbeit gibt. Oh, let us have 10 churches, 20 churches. 10, 20 Gemeinden haben. If there is none. Wenn nicht. At the end of the day, go and plant another one. Dann geh und mach eine neue Kirche. Oh, are you going to see? Und wenn wirst du sehen? So, don't be surprised when you go to other churches that you see the people that you know. Und sei nicht überrascht, wenn du in anderen Gemeinden bist, dort siehst, die du kennst. Halleluja. If we are together, can we not make more impact? Und wenn wir zusammen sind, können wir nicht mehr tun? Must you be the pastor? Musst du der Pastor sein? Halleluja. Even if you must be the pastor, why not let God bless you on that position? Und wenn du der Pastor sein musst, warum lässt du Gott nicht dich in diese Position bringen? Why go and start your own? Warum machst du deine eigene? The people are not there. Die Leute sind nicht da. Somebody was telling me in the morning today, I said, the people are not there. Und jemand sagte zu mir heute Morgen, die Leute sind nicht if da. If the people are here, of course we will have more people here. Und wenn die Leute hier wären, dann hätten wir heute natürlich the people are not here. Aber sie sind nicht hier da. The government is people troubling most of us. Und die Regierung, die macht die meisten von uns Probleme. So why go and start another church? Also warum dann eine neue Kirche aufmachen? If you love Jesus, why not support the one that is already there? Und wenn du Jesus liebst, warum unterstützt du die, die bereits da ist?
Rehoboam King did great and mighty crusade all over Nigeria. He never started any church. Why you come from Africa? There is hardly no church that is in Africa that we don't have in Austria. Do we need them? No. We don't need them. No, hallelujah. We don't need them. Hallelujah. So it is only one Jesus. It's not divided. Christ is not divided. So why do we need all? If God has called you to Nigeria, bring them to Nigeria, improve in Nigeria, better the life of the people in Nigeria. We don't need you in Europe. You don't even know the language. So what are you doing here? Glory to God. So what is that the interest of our people coming here to come and start one church or the other? Was ist nun das Interesse unserer Leute hierher zu kommen und eine Gemeinde nach der anderen zu gründen? Okay, if you are interested in the soul. Gut, wenn du in den Seelen interessiert bist. Why are you coming now to come and reach out to the? You are coming to where the people are really not. Und du kommst dort, wo die Leute gar nicht da sind. Well, we used to go to Transkirche. Wir gehen noch immer nach. I have thought that we also hear that some people who also come there. Und wir haben gehört, dass auch andere Leute dorthin fahren. So at the end of the day, we succeed the carrying three, and the other one succeed the carrying four. So it is the one that called first. Is that the way God has called us to evangelize the nation? When we are going to Payerbach. So some group here that we go there, they also went there. Is that the evangelization? I heard in Italy, my brother was telling me that one denomination, the poor stand, you know, women that go to go and pick their children from school. So the one that already attended church is the one that meet them, inviting them to their church. Und diejenigen, die bereits in eine Gemeinde gehen, laden sie dann ein in ihre Gemeinde. Ist das Evangelisation? Ist das Evangelisation? Let us look at the Romanian churches. Lasst uns die rumänische Gemeinde anschauen. How many do we have in Vienna Neustadt? Wie viele haben wir in Vienna Neustadt? Only one. Nur eine. But when you go to that place, aber wenn du dorthin gehst, you see that people are so many in that place. Da siehst du, da sind so viele Leute. What is the problem with Africa? Aber was ist das Problem mit Afrika? Let us change it. Lasst uns das verändern. Hallelujah. Glory to God. It is not about being the pastor here. Oh, das ist nicht darum, hier der Pastor. I can step up for anybody, anytime, any day. Ich kann jederzeit jeden Tag für jeden und ich möchte das wirklich gerne tun. But the truth of the matter here is this. Aber die Tatsache hier ist, let us walk together. Lasst uns das gemeinsam tun. Hallelujah. If it is the European we are reaching now, wenn es die Europäer sind, die wir erreichen wollen, we said there are very many, okay. Dann sagen wir, gut, one church cannot be able to do the work. Einer kann nicht die ganze Arbeit tun. No, he's not. Aber so ist es nicht. There is only one church I have gone to in Vienna. Es gibt kaum eine Gemeinde, wo ich nicht hingegangen bin. That I have not seen somebody that I know. Dass ich nicht jemanden dort sehe, den ich kenne. Someone that we have worshipped together before. Jemand, mit dem ich vorher angebetet habe. Like Jesus of festival you people did. You people may not notice that one. Und die haben ein Programm gemacht, aber maybe 2014 or 2015. I went to a church to go and preach. All the thing in an I am very good at knowing faces. Und ich erkenne Gesichter sehr gut wieder. The choir that was singing in that church. Der Chor, der sang in dieser Gemeinde. So I recognize some of them. Und ich habe einige von ihnen. When we were doing this program, als wir dieses Programm gezeigt haben, the same choir came. Derselbe Chor kam. They were singing for another church. Und die haben auch für eine andere Gemeinde. They are not in another church. Die sind jetzt in einer anderen Gemeinde. Alle von ihnen. So the church that I went to go and preach. Also die Gemeinde, wo ich hingegangen bin. They also came.
in coming off. So it is their children that are not singing for them. Very simple. Ihren Kindern sehr wenigen jetzt für sie singen. Must it really be like that? Muss es wirklich so sein? The truth is that it must not be like that. Die Wahrheit ist, es muss nicht so sein. Hallelujah. Why not let us come? If we are much, €1 can make a very big difference. Und wenn wir viele sind, ein Euro kann also einen großen Unterschied ausmachen. It was in our present here. Es war hier in unserem. When the national was going on in Vienna Neustadt. Als die Wahl war in Wiener Neustadt. The Bürgermeister passed the door. Der Bürgermeister, der Mayor, ist hier an der Türe vorbeigegangen und zum türkischen Verein gegangen. It would have been fully crowded here. 2,000, 3,000 people are coming here. Wenn hier 2,000, 3,000 Leute gewesen wären oder 300. People would be having interest. Da hätten die Leute Interesse. There could be some good folks there. Da könnten einige gute Stimmen da sein. Geliebte Brüder und Schwestern, lasst uns das verändern. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. These are some of the things that bothers my heart. Das sind einige der Dinge, die mir am Herzen liegen. Christ is not divided. Christus ist nicht geteilt. Let us work together in unity. Lasst uns gemeinsam in Einheit. If they offend you in another church, that is not a reason why you should go. Und wenn sie dich beleidigen in einer Gemeinde, dann ist das kein Grund für dich umzugehen. That is a test of our faith. It's a trial of our faith. Es ist eine Versuchung des Glaubens. You didn't come to serve any man, you came to serve God. Du bist nicht gekommen, um jemanden, einem Menschen zu dienen, sondern Gott zu dienen. They didn't Jesus in the synagogue, but he was always there. Und die haben Jesus nicht gebraucht in der Synagoge, aber er war immer dort. The Bible says as his custom was. Und die Bibel sagt so, wie es sein Brauch war. They went out. Geht er hinein. They will stone Paul. Und er. They will stone Paul. Und sie haben Paulus gesteinigt. They will still go and enter the synagogue. Und er wird trotzdem hinein und geht hinein in die Synagoge. Yes, when I use some words here, you hear me here and say again, I don't want to offend you, I don't want, because some of us can be offended, you don't see. Und ich sage das immer wieder, seid nicht beleidigt, ich möchte niemanden beleidigen. Niemand kann beleidigt sein und wir sehen ihn nicht mehr wieder. Halleluja. Then that is not the way we taught Christ. Aber so wurde uns Christus nicht dargebracht. Hallelujah. It is possible that you were just the one that was wrong. Es ist möglich, dass du derjenige bist, es falsch macht. You go to another church. Du gehst in eine andere Gemeinde. Another day they offend you again there. Und dann beleidigen sie dich doch wieder eines Tages und dann bleibst du zu Hause. Hallelujah. You say church is in the heart. Und du sagst ja, die Gemeinde ist im Herzen. Hallelujah. Glory to God. God is good. God is good. Hallelujah. Amen. Beloved brethren, let us begin to learn. Lass uns anfangen zu lernen. The Bible says, let us hold on to what is good. Und die Bibel sagt, lass uns daran festhalten, was what has not helped us in Africa. Was uns in Afrika nicht geholfen hat. Let us not bring it here. Dann lass uns das nicht hierher bringen. Hallelujah. Hallelujah. Brother Alfred was telling me one day. Und Alfred hat zu mir eines Tages gesagt, hope I get this one right. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. He said, for the Romanian church in Vienna, für die rumänische Gemeinde in Wien, they are begging people. Die bitten Leute. Even if you have attended one service, please don't wait for the next one. Dann bitten sie, warte nicht auf das nächste. So that people will have place to sit down. You go home. Damit sie Platz haben für die Leute, die für den zweiten Abschnitt kommen. It would have been Africa. Sagen sie, nach Hause, wenn es Afrika wäre. We would have already have 100 Romania, Africa churches in Vienna. Da hätten wir bereits 100 afrikanische, rumänische Gemeinden. 100 in Wiener Neustadt, 50. Halleluja. Glory to God. There is no need for that. Das ist nicht notwendig. What is our interest? Is it really serving God? Or maybe because of what we gain from was God? Was ist unser Interesse, wirklich Gott zu dienen? Oder was wir gewinnen können? This is why some people are fighting against time very well. Und darum gibt es Leute, die bekämpfen den Zehnten so sehr. Because it's possible when you remove time from Christianity, we will have lesser one. Denn wenn du den Zehnten von den, vom Christentum wegnimmst, dann hätten wir. Because it's so common among us. Denn es ist so üblich bei uns. I am sorry. Hallelujah. Glory to God. It is good to pay that liability. You should be. We collect that here. Also,